Wir haben jetzt Paperless schon seit letzten Jahr, also fast 1,5 Jahren. Die Umstellung hat natürlich auch ein paar Monate gedauert. Die Intention dahinter war halt natürlich, im Schriftverkehr mit den Gästen, also auch bei uns, diese Korrespondenzen sozusagen in den digitalen Format zu bringen und vom Papier wegzukommen. Paperless, wie wir das nennen, also Reservierungen oder dergleichen oder Schriftverkehr noch weiter zu bringen, ist auf jeden Fall unser Ziel. Ist auch gegeben, Stichwort Rechnungen für den Gast. Jeder kennt es, es gibt die Inforechnung, es gibt dann immer noch die Rechnung, die man dann auch noch in die Hand gedrückt bekommt. Die Möglichkeit hier wäre natürlich, dass wir diese Rechnungen digital gleich an den Gast weitergeben, wenn er das wünscht natürlich. Da sind wir auch schon dran, das ein bisschen umzusetzen oder haben wir auch schon umgesetzt. Da ist halt auch die Akzeptanz der Gäste noch gefordert, beziehungsweise, dass wir das noch mehr kommunizieren. Die Umstellung von Paperless war für unsere Kollegen an und für sich jetzt kein Problem. Es wurde sehr groß unterstützt natürlich auch, weil halt wirklich auch ein Mehrwert erkennbar war, rein vom ökologischen Faktor und auch natürlich vom Zeitersparnisfaktor. Welchen Vorteil haben wir dadurch natürlich? Einsparung des Papiers. Wir sprechen hier bei in etwa 16.000 bis 20.000 Blatt Papier im ganzen Jahr, was wir da haben, was wir dadurch einsparen konnten. Und was haben wir noch für einen Vorteil? Das ist die Zeitersparnis, weil man natürlich einen Ausdruck nicht mehr hat, den man immer dann auch noch an also die Rezeptionskollegen weitergeben muss, wo auch ein Vorteil für die dadurch entsteht, weil die schneller auf diese Informationen in diesen Korrespondenzen zugreifen können, was natürlich auch für den Gast wieder ein Vorteil ist, weil er, wenn jetzt irgendwelche Informationen benötigt werden an der Rezeption, diese schneller abrufbar sind, weil sie im digitalen Format verfügbar sind.